Symbole, 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 Symbole. Hallo liebe Kinder, hallo liebe Zuschauer, ich heiße Farah und ich möchte gerne, dass wir gemeinsam ein bisschen Spaß haben. Okay, ich sage was vor und ihr sagt nach. Ich will auch dabei sein. Du willst auch dabei sein. Ich will auch dabei sein. Du willst auch dabei sein. Okay, dann jetzt. Ich will auch dabei sein. Du willst auch dabei sein. Und ich will auch dabei sein. Du willst auch dabei sein. Okay, und jetzt auf die Trommel, ja? Okay. Jetzt Emma, was haben wir jetzt vor? Trommelgymnastik. Super, so, das habt ihr gehört, Trommelgymnastik. Also Trommeln haben wir schon. Und die Musik hier fehlt noch. Also, beide Arme hoch. Wie man hört, das Lied sehr, sehr schnell. Also nicht weggucken, die ganze Zeit nach vorne schauen, mehr nachmachen. Okay, Arme ausschütteln, so, immer so. Und jetzt mit Oberkörperbewegung. Und so, eins, und zwei, eins. Bye.
Arme hoch. Eins, zwei. Okay, super. Und tschüss. Ihr wisst, dass Trommeln sprechen können. Guck mal, die Trommeln sagen jetzt: Hallo, liebe Kinder. Hallo, liebe Kinder. Hallo, liebe Kinder. Sehr gut. Und dann kommt noch mal ein Teil. Und der ist etwas für die ein bisschen Älteren. So für die 3. und 4. Klasse. Da haben wir auch einen tollen Satz dazu. Und der heißt: Ich bin klasse. Du bist klasse. Wir sind klasse. Und das geht so. Ich bin klasse, du bist klasse, wir sind klasse. Ich bin klasse, du bist klasse, wir sind klasse. Super. Und jetzt kommt noch ein dritter Teil dazu. Wenn die Älteren unter euch trommeln wollen oder wenn Papa oder Mama mittrommeln wollen. Und da gibt es auch einen tollen Satz dazu und der heißt: Komm, probier's noch einmal. Immer wieder, 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 komm, probier's noch einmal. So, und jetzt machen wir die Musik dazu. Ich bin nochmal Amadou. Ich wollte euch mein Instrument zeigen. Dieses Instrument ist eine afrikanische Harfe, die heißt Kora. Und man spielt mit Daumen und Zeigefinger. Rechte Hand. Links Hand auch, Daumen und Zeigefinger. Und ich habe ein Kinderlied, da singen wir zusammen. Aber bevor ich spiele meine Harfe, wir üben zusammen. Ich sag einfach: Mama Simba la la, Mama Simba le le, Mama Simba la la, Mama Simba le. Aibori Asubaba Aibore. Mama Simba la la, Mama Simba le le, Mama Simba.
wie die, die ihr sonst kennt von uns Trommelzauberern. Nämlich ein Schlagzeug und Congas. Congas kommen nicht aus Afrika, die kommen aus Südamerika. Und das Schlagzeug, das kommt aus Nordamerika. Und auf den Instrumenten möchten wir jetzt mit euch ein Spiel machen. Und das kennt ihr bestimmt. Das heißt nämlich Stocktanz. Aber wir machen Stocktanz mit Live-Musik. Und ihr kennt die Regeln. Wenn die Musik ist, Party. Und wenn die Musik Stopp macht, einfrieren. Okay, jetzt gucken wir mal, wer der Stocktanzkönig wird. Und es geht los. Ja, also, als erstes Mal braucht der Becher so rum hinstellen. Und dann fangen wir an mit zweimal in die Hände klatschen. Dann dreimal auf den Tisch. Also. Okay, nochmal bis hier. Dann einmal klatschen. Okay, also. Dann heben. Den Becher nehmen. Heben. Heben. Und ab. Ab. Okay. Also von vorne. Ja. Dann einmal klatschen.
dann so drehen. Okay. So drehen, also ja. Und dann die offene Seite hier klatschen. Okay, so drehen, also. Yes, yes. Ah, okay. Bin zu schnell gewesen. Okay, nochmal. Und dann mit der Kante. Also mit dem Boden. Oder? Auftischen. So klingt es halt. So klingt es so klingt's besser, gell? So klingt es. Okay. Genau, genau. Dann, also bei dem, dann auf die Kante ditchen, dann mit der rechten Hand übergeben, dann die rechte Hand auf den Boden legen und die linke. Und über die rechte Hand drüber. Und dann wieder von vorne. Jetzt okay. Alles zusammen. Und dann wieder, immer wieder von vorne. Ja. Haben wir es nochmal? So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Jetzt können wir die Becher tauschen. Jetzt kommen wir zum Tanz von meinen Lieblingstieren, von den Elefanten. Das ist der Tanz, den die kleinen Elefanten tanzen. So die Baby-Elefanten. Ich mach's mal vor. Die Baby-Elefanten sind wie alle Kinder, die wollen größer sein, als sie sind. Da müssen sie sich ein bisschen aufblasen, so. Elefanten haben fantastische Beine. Die können mit den Beinen sogar hören. Oh. Elefanten haben wunderbare Ohren. Die sportlichen, die fitten Elefanten, die schaffen das doppelt so schnell. Die Elefanten haben ganz große Oberlippen und die Oberlippen kommen mit der Nase zusammen. Das ist der Rüssel. Und normalerweise begrüßen Sie sich auch mit dem Rüssel. Und jetzt kommt die Musik dazu.
die Sieg ist ein Ruf. Liebe Kinder, wenn euch unser Trommelzauber gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr was ins Gästebuch schreibt, www.trommelzauber.de. Und alles Gute euch und bleibt gesund.